Und damit einem wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zurück bei The Forestos. Ich würde da gerne wieder hochgehen. Wir hatten ja in der letzten Folge Besuch von den Ureinwohnern und all ihren Freunden. Ja. Da habe ich doch auch schon gerade wieder einen gehört. Oder? Aha, okay. Ich denke, wenn wir jetzt schlafen gehen, dann wird dasselbe wieder passieren. Wir werden keine ruhige Nacht mehr finden. Aber ich möchte es probieren. Herzlich willkommen erstmal zum... Ach so? Aha, okay, interessant. Ich habe einige Fehler gemacht. In der letzten Aufnahme, ich habe einige Fehler gemacht. Das ist mir sehr wohl bewusst. Und ich möchte das natürlich auch ausbessern. So, erstmal trinken wir hier ein bisschen Wasser. Und dann ist es jetzt wichtig, dass wir als erstes... Wir haben nur ein Refill. Wir müssen uns unbedingt ein Refill machen und wir brauchen unbedingt... Super. Wir brauchen unbedingt Pfeile. Denn ich habe herausgefunden, dass man mit Pfeilen sehr gut gegen die Dorfbewohner ankommt. Den können wir, glaube ich, essen. Genau. Man kommt mit Pfeilen sehr gut gegen die Dorfbewohner an. Und ich habe auch jetzt herausgefunden, dass es da wahrscheinlich Angriffsmuster gibt, dass... nachdem man das erste Mal stirbt, immer mehr von diesen Viechern kommen und irgendwann greifen sie halt die Base ein, rennen dir die Base ein komplett und machen dich platt oder versuchen es. Und wir müssen uns jetzt gegen diesen Moment mehr oder weniger wehren. Ich würde hier gerne mal durchgehen. Natürlich gehe ich hier nur ohne Keule raus. Nur mit Keule raus, meine ich. Und... Ich muss gestehen, ich bin leicht verwirrt, dass ich keine Feinde sehe, weil wir haben ja mit mega vielen Feinden gespeichert, was ich erinnern kann. Hier war alles voll. Und ich möchte jetzt gerne mal mir erstens ein paar Federn holen. Die sind nämlich mega wichtig jetzt für uns. Und dann würde ich mir auch gerne noch ein Reh schnappen. Und da ist es auch schon. Das, auf dich habe ich gewartet, mein Kleines. Ob ich das treffe? Okay. Na, es bewegt natürlich fort. Bleib doch mal hier, mein Kleines. Ja, bleib doch mal hier. War das das Reh? Ich hoffe. Das war doch das Reh, oder? Ich hoffe, das war das Reh. Wir müssen auf jeden Fall uns als ersten wichtigen Punkt, und das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, und das machen wir auch sofort, das geben wir sofort an, wir bauen uns jetzt ein Floß. Ach, die Viecher sind das. Ist ja geil. Okay, das sind giftige Bären. Wir bauen uns ein Floß, weil das ist anscheinend die wichtigste Methode mittlerweile, um hier zu überleben. Das habe ich mitbekommen. Und darum müssen wir uns auf jeden Fall eins bauen. Wenn ich es finde. Wenn ich es finde. Floß. Okay, wir könnten uns ein Hausboot machen, aber ganz ehrlich, Hausboot ist mega übertrieben. Wir haben noch ein Boot, allerdings das Problem an der Sache ist, ich weiß nicht, wo es ist und deswegen platzieren wir jetzt hier mal ein Boot hin. Und wir brauchen dafür 7 mal Holz und das holen wir uns jetzt auch ganz schnell. Und dann werden wir nachts immer auf das Boot verschwinden und dann sehen wir mal weiter, was dann passiert. Ich will auf jeden Fall erstmal diese 7 Holz da oder bekommen, ohne dass wir sterben, das ist ja schon mal ein großer Anfang. Und vorher, was ich noch gemerkt habe, wir können uns jetzt aus diesen beiden Dingen, ich war ja der Meinung, man kann sich daraus, Waterskin bedeutet Tauchanzug, das stimmt nicht so ganz, man kann sich daraus einen Wasserbeutel machen und kann mit diesem Wasserbeutel Wasser mit sich rumführen, was logischerweise Sinn ergibt mittlerweile. Okay, der Junge wollte nicht, dann wollen wir mal ganz kurz unsere Axt schnappen. Und ich habe auch mitbekommen, Schildkröten kann man mit einem einzigen Schlag töten, man muss nur eine Axt nehmen.
Ich habe natürlich was anderes genommen. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt spielen können, also dass wir hier abernten können, aber es sieht so aus, als wenn diese ganzen freundlichen Spinnenmenschen und also Spider-Man hier und keine Ahnung, was das andere ist. Das andere sah aus wie... Ja, was sah das? Wo ist der andere? Ach, da. So, dann nehmen wir die beiden erstmal mit. Und bringen die gleich runter. Ich möchte nicht zu lange mit den Dingern in der Hand rumlaufen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, warum. Und... Müssen wir bitte aufpassen, dass ich hier nicht entdeckt werde. Und ja, eigentlich habe ich noch jetzt 7 Aufnahmen, aber ich konnte es einfach nicht erwarten. Ich muss das weiterspielen jetzt. Es ist gerade echt so spannend. Sehr schön. Braucht man da wirklich 7? Sieht jetzt schon fast fertig aus. Ich finde das Hausboot, muss ich gestehen, mega übertrieben. Wir können dann leider mal gucken. Wir brauchen momentan 150 Gavalogs. Wenn ich die fertig habe, können wir mal gucken. Den lasse ich mal hier runterrollen in einem Baumstamm. Dann nehmen wir uns den anderen mit. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber hier ist momentan, glaube ich, nicht. Oder der Vogel. Und der war hier nicht. Okay, wir haben Nebel. Das heißt, wir müssen... Komm schon, der eine Baum noch. Wir brauchen nur den Baum und der muss dann ins Tal rollen. Und dann haben wir das Problem gegessen. Da ist das Problem fertig. Und dann können wir auch wegrennen von mir aus, ins Wasser schwimmen und was weiß ich nicht alles. Nur der Baum hier. Und dann sind wir eigentlich sicher, weil dann können wir... Immer wenn was passiert... Genau. Immer wenn was passiert, können wir auf unser Boot gehen und sind sicher. Also... Da sollte uns dann nichts mehr drohen. Und deswegen möchte ich da jetzt ganz, ganz schnell das Boot fertig kriegen. Was ist denn? Da liegt eine Leiche, genau neben unserem Teichzeichen. Es sind auch mega viele Leichen mittlerweile, die respawnen immer wieder. Und ich würde auch mit dem Boot gerne auf andere Boote gehen dann. Oder vielleicht auf eine Insel. Dass wir vielleicht mit dem Boot, es soll auch Paddel geben. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie man sich ein Paddel macht. Vielleicht ist der Stock das Paddel. Das kann natürlich auch sein, dass der Stock einfach als Paddel dienen soll. Und ich das jetzt so gar nicht geraved habe. Geraved, Alter. Aber sieht gut aus. Also hier ist momentan nichts, was uns irgendwie Angst machen sollte. Von daher sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir können ja also voller Sorgenlosigkeit in den Tag leben. Und hoffen, dass es nichts entdeckt. Der Nebel macht mir bloß ein bisschen Sorgen, aber ansonsten ist eigentlich alles cool. Ja, in den kleinen See, ich hätte es auch in den kleinen See bauen können, aber ich glaube, der kleine See ist nicht sicher vor den Spinnenviechern und so, die rennen einfach durch und dann greifen sie sich von unten an, das wäre natürlich auch nicht so geil. Und dann können wir ja auf eine Insel uns verziehen und können, hallo, bin ich? Dann können wir uns auf eine Insel verziehen und können eventuell auf der Insel dann uns so ein richtig fettes Bötchen bauen, da... Hallo, Baumstamm. Baumstamm. Hallo? Jemand da? Nein, ich glaube nicht. Dann können wir uns auf der Insel ein richtig fettes Bötchen bauen und können auf der Insel uns vielleicht auch einen Schlafplatz bauen, dass wir auf der Insel übernachten können und dann wieder zurück können. Das wäre natürlich auch eine super Idee. So. Dann hier, letztes Ding. Dann will ich den Spaß mal testen. Wenn ich jetzt einfach den Stock nehme. Ne? Weak Spear Upgrade Stick. Aha. Kann man den nicht irgendwie remove? Arrows. Man kann damit nur Pfeile bauen, die wir uns übrigens mal kurz wieder bauen können. So. Aber es muss doch irgendwie. Oder findet man das Paddel woanders? Geil. Nee, das geht auch nicht so, wie ich mir das gedacht habe.
Also müssen wir es theoretisch anschieben. Wie geil ist das Boot denn bitte? Hallo, Boot? Kann mir einer mal den Sinn von dem Boot erklären? Boot? Ach, jetzt ist es im Wasser, oder wie? Echt jetzt? Echt jetzt? Die Boote sind zum Glück überhaupt nicht buggy oder sowas. Nee, nee, die sind vollkommen ausgeglichen und ausgewogen. Also da ist überhaupt kein Grund zum Meckern oder so. Alles schön. Oh, geil. Stimmt, die können wir ja aufsammeln. Stimmt, die gab's ja hier. Hier war doch noch eine irgendwo, oder? Ich weiß es nicht, ob ich... Ja, habe ich geedit. So, gemerkt hier. Tisch. Hier war doch irgendwo noch so eine Platine. Bin ich mir fast schon sicher. Ach ja, und ich weiß übrigens, dass ich erstens an dem Kochtopf vorbeigelaufen bin und zweitens auch an dem anderen Gerät. Also wir sind am beiden Dingen super vorbeigelaufen. Ich gucke jetzt mal, ob es auf dem Campingplatz auch so einen Kochtopf gibt. Ansonsten. Okay, das war zu früh. Wollen wir mal schauen. Aber ich glaube, es gibt auf jedem Campingplatz. Hallo? Hä? Warum nicht? So, der ist tot. Nehmen wir mit. Ich dachte gerade, da ist noch einer. Ach guck mal, da hinten ist er ja wieder. Und tragen sie alle zu unserer Base. Alter, was ist denn hier los? Hallöchen! Na, wie geht's? Hallo? Stopp, bleib hier. Wir haben wenig zu essen und zu trinken. Wir können gerade mal einen Energy Regal knuspern und noch einen. Ja, und dann würde ich direkt mal den Taucheranzug kurz holen, weil damit können wir dann ein bisschen herumtauchen und so. Weil da können wir gerade nicht, wenn der da ist. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, bis wohin. Also da ist jetzt auf jeden Fall einer. Die Frage ist, ob da hinten jetzt noch immer noch einer ist. Das ist relativ interessant. Das mit dem Boot habe ich gerade nicht verstanden. Also habe ich gerade wieder sinnlos zwei Bäume gefällt, die im Endeffekt nichts gebracht haben. Und meine Nase juckt fürchterlich. Ich weiß nicht warum. Ja. Dieser Moment, wenn du nach unten guckst, da vollkommen planungslos durch die Gegend läufst. Ich würde gerne mal hier oben lang laufen, weil ich sehen will, ob denn hier eventuell noch mehr von diesen Freundin der Nacht rumlaufen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich nachts hier sein möchte, aber ich glaube, es wird diese Folge dazu kommen, dass wir hier nachts rumlaufen. Und ich möchte diesen Spielstand nicht aufgeben. Ich möchte, selbst wenn die uns zerstören, wenn die uns vernichten, wenn die uns kaputt machen, ich werde auf diesen Spielstand überleben. Und wenn damit jede Base kaputt gehen sollte, weil das macht Survival aus. Selbst wenn alles zerstört wird, du musst überleben. Das macht Survival aus und deswegen bleiben wir auf diesem Spielstand, egal was passiert. Außer natürlich irgendein Bug kommt und zerfrisst uns das Spiel oder so. Das Flugzeug. Das war nur der blaue Laub, Alter. Ich habe jetzt schon wieder Paranoia geschoben. Ich muss mal ganz kurz. Dieses Field of View ist ja neu eingefügt worden. Continue. Das buggt irgendwie bei mir. Ich glaube, seitdem das drin ist. Okay, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Weil kann jederzeit so ein Freund auftauchen. Einer dieser netten Menschen, die dich dann umbringen. Aha. Okay, ist also alles noch ungeöffnet. Ich möchte jetzt aber gerade auch nicht riskieren, entdeckt zu werden, deswegen öffne ich die nicht. Ja, deswegen bewege ich mich jetzt leise und vorsichtig, um nicht entdeckt zu werden. Und deswegen werde ich auch niemals diese Koffer öffnen.
Oder zumindest würde ich zwei auf einmal aufmachen, weil ich so ein Profi bin. So, nehmen wir mal die beiden noch mit. Ich hoffe, eine Cola-Dose zu finden. Die sind ja mega selten irgendwie geworden, die Cola-Dosen. Ich weiß nicht warum. Aber die scheinen doch... Ja, wow, Field of View auf die Options. Field of View, machen wir mal. Continue. Ich sehe trotzdem nicht mehr. Wo genau dieses Field of View jetzt zum Einsatz kommt, weiß ich nicht genau. Anscheinend nicht bei der Reichweite. Jetzt hab... Hä? Warum muss ich das mal geben, dass ich jetzt auf einmal 20 FPS habe? Und jetzt 25. Warum habe ich mehr FPS, wenn ich die... Hä? Egal. Ist egal. Okay. Ich weiß, wir leben hier gerade gefährlich. Aber, und das Lustige ist, beim letzten Mal bin ich durch die Gegend gelaufen und habe einfach mal den Muschi, ich darf das nicht sagen, habe einfach mal dieses fette Vieh genau vor mir übersehen. Ich bin direkt auf das zugelaufen, bis mir aufgefallen ist, dass es vor mir steht. Das sieht man dann erst beim Zugucken so, dass das, der stand genau vor mir und ich bin einfach drauf zugelaufen. Wo? Ich sehe nichts. Ja, ich bin einfach direkt in den Rhein gelaufen und habe dann gemerkt, Mist, da ist ja was. Und das habe ich in dem Moment echt nicht geraved, aber als ich es dann angeschaut habe, habe ich mir so gedacht, Alter, was hast du da gemacht? Das ist echt krass, wie man manchmal das einfach nicht mitbekommt. Wie ich einfach gerade ducke, weil ich so viel Schiss vor den Viechern habe. Schon wieder einer. Wo? Ich sehe nichts. Also nichts Feindliches. Und genau das macht mir Angst. Ich hab's gehört. Oh, und da ist der Baum, okay. Ich bin hier definitiv im feindlichen Gebiet. Ich push mich mal. Alter, wie mir dieses Vieh gerade Angst gemacht hat mit diesem Hihi. Was ist denn da hinten?